Hallo und herzlich willkommen, liebe Leute, und ein gutes neues Jahr 2023. Es war ein bisschen Pause bei mir. Ich nenne es Winterpause oder zwischen den Jahren Pause. Und jetzt bin ich mit einer neuen Rezension wieder da und ich freue mich, mit einem Buch das Jahr beginnen zu können, das für mich zumindest ein echter Kracher war. Ich habe es im Dezember schon angefangen und brauche halt immer ein bisschen länger. Für dieses Buch habe ich auch etwas länger gebraucht. Liegt auch an den über 400 Seiten, die für mich ja relativ viel sind. So, es geht um Freie Geister von Ursula K. Le Guin oder wie auch immer man es ausspricht. Ich habe von irgendeinem Lektor mal gehört, dass es Ursula K. Le Guin heißen soll. Wie es jetzt wirklich heißt, weiß ich nicht. Das K in dem Namen, also Ursula K. Le Guin, steht übrigens für ihren Mädchennamen Kröber. Die väterliche Familie, also die Familie väterlicherseits, stammt aus Thüringen, also aus Deutschland. Daher auch der sehr deutsch klingende Name, nämlich Ursula. Das habe ich im Englischen noch nie gehört. Und sie hieß, als sie geboren wurde, also Ursula Kröber. Dann hat sie angefangen zu studieren, hat Literatur studiert und ist später auch an der Universität als Französischlehrerin aufgetreten, hatte also durchaus ein starkes und wahrscheinlich auch dringendes Bedürfnis nach Sprache. Auf der Uni lernte sie ihren Mann kennen, einen gewissen Herrn Le Guin, und deswegen heißt sie und hieß bis zu ihrem Tod, sie ist 2018 gestorben, Ursula K. Le Guin. Freie Geister hat sie 1974 geschrieben. Und wer jetzt nachrechnet und im Kopf schnell ist, kommt auf ungefähr 50 Jahre. Ungefähr. Nicht ganz genau, aber ungefähr. Dieser Text ist also 50 Jahre alt. Und wer das Buch lesen sollte, sollte das wirklich immer im Hinterkopf haben. Es sind Themen da drin, die werden auf eine Art und Weise behandelt, wie man sie heute, jetzt behandeln würde. Ursula K. Le Guin setzt sich in diesem Buch wirklich mit allem auseinander, mit dem man sich so als denkender Mensch auseinandersetzen kann. Es geht um Religionsfragen. In diesem Buch taucht immer wieder eine Art weiblicher Jesus, eine Messiasin namens Odo auf, die in einem anderen Buch übrigens, das die Vorgeschichte zu Freie Geister erzählt, auch nochmal deutlicher thematisiert wird. Da ich dieses Buch nicht gelesen habe, kann ich dazu natürlich nichts sagen. Also es geht um Religion, Auseinandersetzung mit Religion. Es geht um Fragen von Naturschutz und Umweltschutz. Wie gehen wir oder wie gehen die Menschen mit der Umwelt um? Es sind ganz klar immer wieder Tendenzen drin, die zeigen, dass sie sich mit Fragen zu Frauenrechten, Unterdrückung der Frau auseinandersetzt. Es sind Themen drin wie spätrömische Dekadenz. Es ist eigentlich alles drin. Sie befasst sich mit den wichtigsten politischen Systemen. All das, aber immer nur in kurzen Passagen und natürlich immer in die Handlung eingebunden, aber nie haut drauf und nie mit der großen politischen Keule und halt auch nie wirklich in die Tiefe gehend. Was Ursula, ich nenne sie jetzt einfach nur Ursula, wirklich wahnsinnig gut kann, ist treffend auf den Punkt zu formulieren. Ich habe in diesem Buch, das mache ich eigentlich nie, mir eine Menge Klebezettelchen eingeklebt und habe immer wieder Sätze da drin gefunden, kleine Randnotizen, kleine Teile der wörtlichen Rede, über die ich tatsächlich nachgedacht habe. Ich habe mir einige davon notiert. Einige funktionieren nur, wenn man das Buch gelesen hat oder während des Lesens, aber es sind immer wieder interessante Ideen dabei. Zum Beispiel hier ist eine: Ordnung und Verordnung sind zweierlei. Ich finde, das ist kein großer Satz, wenn man ihn einfach mal so liest, aber ich finde es hochinteressant. Ordnung ist das, wonach alle irgendwie zumindest im politischen Leben streben, Ordnung, Sicherheit und so weiter, und versuchen dies mit Verordnungen zu erreichen. Es ist aber nicht dasselbe. Man muss es selber lesen. Jetzt brabbel ich hier rum und verstehe wahrscheinlich gar nichts. Aber trotzdem, da sind so kleine Sätze, die ich wahnsinnig faszinierend und spannend finde. Und es gibt auch immer wieder Absätze und kleine Passagen. Ich lese hier nochmal was vor. Natürlich ist es richtig, Krankheiten zu heilen, Hunger und Ungerechtigkeit zu verhindern, wie es der gesellschaftliche Organismus tut. Doch das Wesen der Existenz ist von keiner Gesellschaft zu ändern. Wir können das Leiden nicht verhindern, diesen Schmerz und jenen das ja, aber nicht den Schmerz an sich. Eine Gesellschaft kann nur soziales Leid mindern, unnötiges Leid. Der Rest bleibt, die Wurzel,
die Wirklichkeit. Über diese ganzen Arten von Kritik, die Ursula K. Le Guin hier äußert, kann man sich stundenlang über jedes einzelne trefflich unterhalten. Es gibt auch zum Beispiel Medienkritik. Sie hat damals, und das ist Anfang der 70er Jahre wohlgemerkt, schon über Vogelfraß-Journalismus geschrieben. Das ist ein Zitat hier aus diesem Buch. Ich finde, es ist unglaublich, was hier alles drinsteckt. Man hat das Gefühl, als hätte sich die Autorin wirklich ihr eigenes Leben, ihre eigene Gedankenwelt hier von der Seele geschrieben. Und jetzt komme ich auch endlich mal zum Inhalt. Es geht im weitesten um Chevek. Das ist ein Wissenschaftler, der vom Planeten Anares stammt. Der zweite Planet, der sozusagen Zwillingsplanet ist, gegenüberliegt, Schwesterplanet, Bruderplanet, wie auch immer, ist Uras. Und aus Uras kommt die Zivilisation dieser, ich nenne es jetzt Menschen, eigentlich. Auf Uras fand eine Revolution statt, die nicht geglückt ist. Und diejenigen, die diese Revolution gestartet haben, sind geflohen nach Anares. Es hat sich auf Anares eine Parallelgesellschaft gebildet, die abgeschottet ist von der eigentlichen Urzivilisation auf Uras. Ich hoffe, das war jetzt verständlich. Beide Zivilisationen haben also nicht wie in anderen Science-Fiction-Geschichten unterschiedliche Ursprünge oder sehen anders aus, haben andere Kulturen, andere Sprache, andere Größe, was auch immer. Nein, es sind tatsächlich dieselben Lebewesen. Und 200 Jahre nachdem die Revolutionäre nach ihrer gescheiterten Revolution auf den Schwesterplanet geflohen sind, macht sich einer auf den Weg wieder zurück. Und zwar der Physiker Chevek, der einfach mal wissen möchte, wie seine Theorien eigentlich auf der anderen Welt ankommen. Einen Austausch zwischen Menschen, also Austausch, eine Kommunikation, findet zwischen Uras und Anares nicht statt. Wohl aber Warentransfer interessanterweise, weil man sich gegenseitig natürlich irgendwie versorgen muss. Das meiste für die Gesellschaft des Urplaneten Uras kommt tatsächlich von Anares, der wiederum kein besonders wirtlicher oder besonders schöner Planet ist, aber ja. Man kommt relativ am Anfang schon darauf, dass die Urgesellschaft sich in einer Art und Weise weiterentwickelt hat, die eigentlich nicht erstrebenswert ist. Sie ist dekadent, sie ist luxusverwöhnt. Das Ganze wirkt wie spätrömische Dekadenz, ist auf Bequemlichkeit aus und oberflächlich. Und all das. Und die neu gegründete, ich meine, auch das ist ja 200 Jahre her, die neu gegründete Zivilisation auf Anares, die wirkt, obwohl sie rückschrittlicher ist und längst nicht so technologisch fortschrittlich wie der Urplanet, trotzdem wirkt sie menschlicher und eigentlich auch fortschrittlicher. Ob das wirklich so ist, wird sich zeigen. Man muss ganz klar und deutlich sagen, dass dies kein Roman ist, der handlungsorientiert wäre. Dass er mir trotzdem so gut gefallen hat, versuche ich selber noch zu entschlüsseln. Ich bin eigentlich ein handlungsorientierter Leser. Sprache ist mir auch sehr wichtig. Philosophie, Gedankenwelt, was auch immer, ist mir sehr wichtig in Büchern. Aber die Handlung ist mir normalerweise mindestens ebenbürtig ebenso wichtig. Hier ist es tatsächlich nicht die Handlung, die dieses Buch so faszinierend macht, sondern eben Ursulas Umgang mit der Welt, mit der Existenz, mit dem Universum. Ich habe das alles schon gesagt. Bevor man da jetzt noch mehr dazu sagt, kann ich nur sagen, lest es bitte selbst. Macht euch darauf gefasst, dass natürlich ein Buch, was vor 50 Jahren geschrieben wurde, einen anderen Rhythmus, eine andere Geschwindigkeit hat als moderne Literatur. Aber ihr werdet Passagen darin finden, die hätten letztes Jahr geschrieben sein können. Die wirken so aktuell und auch die Gedanken, die man sich machte, müssen für die damalige Zeit visionär gewesen sein, zeigen aber heute eine kaum vergangene Vergangenheit oder tatsächlich die Realität oder sind vielleicht immer noch visionär. Es ist ein unglaublich faszinierendes Buch. Das ist das erste Buch, was ich von Ursula K. Le Guin gelesen habe und muss auf jeden Fall weiteres von ihr lesen. Als das Buch 1974 erstmals erschienen ist, ist es das unter dem Titel The Dispossessed. Das heißt so viel wie die Vertriebenen. Und tatsächlich waren auch im Deutschen die ersten Übersetzungen mit dem Titel Planet der Habenichtse übersetzt. Das finde ich jetzt so halb gut, aber tatsächlich gibt es eine Übersetzung von 2006, also noch gar nicht so uralt, von Joachim Körber, nicht Gröber, Körber. Und er hat sich tatsächlich an den Originaltitel orientiert,
und hat das Buch Die Enteigneten genannt. So, und das ist am treffendsten. Freie Geister ist eigentlich nur zutreffend, wenn man tatsächlich weiß, dass es um die Philosophie geht, die Ursula K. Le Guin hier versucht aufzuzeigen, um ihre Kritik an allem. Ansonsten ist Freie Geister nicht besonders treffend gewählt, wie ich finde, aber ist vielleicht auch nicht so wichtig. Es ist eine Neuübersetzung. Ich nehme an, diese Übersetzung hat die Sprache etwas modernisiert. Da ich aber die alten Übersetzungen nicht kenne und natürlich das Original auch nicht kenne, weiß ich nicht, inwieweit das modernisiert wurde. Übersetzt wurde es von Karen Nölle und sie hat zumindest es geschafft, die Sprache sehr nüchtern zu halten, trotzdem informativ und ich würde fast sagen zeitlos. Ob das so beabsichtigt war, weiß ich nicht. Es lässt sich gut und flüssig lesen, aber ich kann nur noch mal sagen, im Prinzip ist auf jeder zweiten, dritten Seite etwas, das einen dazu treiben könnte, das Buch zuzuklappen, in den Himmel zu gucken und zu überlegen, was hat sie da eigentlich gerade gesagt? Was meinte sie damit? Ich finde das absolut faszinierend. Neben der Geschichte des Physikers Chevek, der also auf die andere Welt kommt und da irgendwie zurechtkommen muss, da auch sehr herzlich und freundlich aufgenommen wird, wird auch noch die Lebensgeschichte von Chevek von seiner Kindheit an erzählt. Und auch da ist es manchmal fast unglaubwürdig, mit wie vielen philosophischen Ansätzen die kleinen Kinder, also Cheveks Lebensgeschichte beginnt natürlich in der Kindheit, wie die sich schon unterhalten. Das ist nicht wirklich glaubwürdig für die Menschenkinder der heutigen Zeit und schon gar nicht für die aus den 70er Jahren. Aber es ist wahnsinnig faszinierend. Das ist im Prinzip, lässt Le Guin ihre Figuren als junge Menschen eine eigene Philosophie entwickeln. Alles das, ich wiederhole mich, ich weiß, alles das immer nur in kurzen Häppchen. Es gibt kein großes, übergeordnetes Thema, was hier lang und breit und episch auseinandergenommen würde, außer vielleicht die Freiheit. Die Auseinandersetzung mit der Frage, wie Männer Frauen behandeln, wie Menschen im Ganzen die Umwelt behandeln, was eigentlich Luxus bedeutet, was Wissenschaft ausmacht, wie wichtig die Entwicklung der Wissenschaft ist, wie Religion damit reinspielt, was Sexualität mit Menschen macht. Es ist unglaublich. Klar ist das kein moderner Roman, er hat nicht die Taktung, aber er ist vom Inhalt, von der Themenfülle und von der Gedankenwelt, die Le Guin hier beschreibt, absolut aktuell. Freie Geister erschienen bei Fischer Tor, vielleicht findet ihr auch noch, wenn ihr ganz viel Glück habt, aus der Edition Fantasia von Joachim Körber ein Exemplar. Ich habe keins gefunden. Es ist fast egal, glaube ich. Es ist einfach ein tolles Buch. Ja, das war der Auftakt des Rezensionsjahres auf meinem Kanal. Ich danke euch herzlich, dass ihr auch dieses Jahr wieder dabei seid und würde mich freuen, wenn ihr es weiterhin tut. Es wird dieses Jahr, und das verstecke ich jetzt mal ganz schön so am Ende des Videos, nicht mehr wöchentlich ein Video geben. Ich peile an zweiwöchentlichig Videos zu machen, aber auch da weiß ich nicht, ob ich es halten kann. Ich lese weniger als sonst, aber vor allen Dingen, und ich hoffe, dass sich das dieses Jahr ändert, ich lese häufig Bücher nicht mehr zu Ende, weil sie mir nicht gefallen. Aber darüber habe ich häufig genug gesprochen. Ich werde dieses Jahr auch immer wieder Klassiker einflechten lassen und mal gucken, was das Lesejahr bringt. Euch wünsche ich viele tolle Bücher und viel Spaß beim Lesen und bis zum nächsten Mal.